ich schon. Ich bin ganz gespannt. Schon wieder? Ja. Ich dachte, es geht immer abwechselnd. Wer hat das festgelegt? Ich? Wir? Irgendwann mal? Das geht ja wohl gar nicht. Na gut, dann mache ich halt hier eine Einladung. Aber nur, weil du so nett gefragt hast. Total. Hello, Friends. Freut euch. Wir haben noch mal wieder ein Format aufleben lassen hier, das ihr beim letzten Mal so super toll fandet. Jetzt machst du ja doch die Einleitung. Wenn mir gerade was einfällt. Ach so. Okay. Ja, genau. Wir machen noch mal Pick My Sub mit 1-Sterne-Bewertung. Yay! Ja, wir haben sehr interessantes Feedback bekommen unter dem Video beim letzten Mal. Auf jeden Fall. Und hatten das Gefühl, das hat euch sehr, sehr gut gefallen. Deswegen. Und uns hat es auch sehr gut gefallen. Ja, wir fanden es auch sehr lustig. Ja. Deswegen machen wir es jetzt nochmal. Genau. Es ist auch in der Vorbereitung immer sehr amüsant. Ja. Ja. Wobei du mir mit deinem kleinen Sub langsam echt Schwierigkeiten bereitest. Ja, schenk mir doch mal Bücher, Jenny. Du hast das in der Hand, meinen Sub wieder zu vergrößern. Ja, schön. Ich sag nicht nein. Aber ja, kann ich mir vorstellen, dass dir das Probleme bereitet. Na, weil es gibt ja oft auch dann zu Büchern, die jetzt nicht so oft rezensiert werden, gibt es sehr, sehr wenig Ein-Stern-Bewertungen. Oder gar keine. Genau. Ja. Ja. Das stimmt. Es ist echt eine Herausforderung. Und dann darf ich ja nicht die nehmen, die ich beim letzten Mal genommen habe. Ja, wobei ich gestern, ich habe ja auch noch mal ins alte Video geguckt und geguckt, welche ich beim letzten Mal hatte. Und dann habe ich gedacht, wir müssten das vielleicht mal besprechen, ob das eine Regel ist, dass wir die nicht noch mal mit reinpacken können. Oder dann andere Rezensionen. Ja. Ich könnte mal beim nächsten Mal machen. Also im Grunde spricht ja nicht unbedingt, also ich meine, spricht nichts dagegen. Was den Spannungsfaktor angeht, ist es natürlich irgendwie cooler, wenn die nicht noch nicht dabei waren, aber. Naja, aber wenn man andere Rezensionen nimmt. Ja. Wenn man denn so viele findet, so viele Einzelrezensionen. Ja, ja. Müssen wir uns mal Gedanken drüber machen, habe ich gestern gedacht. Stimmt. Das Prinzip ist auf jeden Fall, wir haben uns jetzt 3 Bücher vom Sub der anderen ausgesucht und haben uns dazu die 1-Stern-Rezension angeguckt. Und ich habe zumindest für jedes Buch 3 rausgesucht. Ich auch, ja. Ja. Und ja, dann lesen wir die gleich der anderen vor und sie muss anhand der Rezensionen irgendwie ein Buch auswählen. Genau. Darf natürlich raten, welches es ist. Ja. Klar. Aber man weiß es natürlich nicht genau. Dann lass uns direkt loslegen. Ich lese dir zuerst vor. Okay. Ich habe meine Rezensionen ein bisschen angepasst, thematisch, inhaltlich, damit es nicht der Name der Autorin oder des Autors oder irgendwelche Charakternamen da drin stehen, ne? Nur so zur Info. Ja. Okay, es geht los mit dem ersten Buch, für das die erste Rezension den Titel Maßlos enttäuscht trägt. Ich bin maßlos enttäuscht. Nach einer sehr guten Kritik bei der Fernsehsendung Das habe ich mir Kindle-Buch trotz des sehr hohen Preises heruntergeladen. Ich wollte einfach mal wieder ein schönes Buch zum Mitfühlen erleben. Nach 20 kam schon die Enttäuschung. Ich wollte einfach nicht mehr weiterlesen. Da wurde irgendwelche Fakten dargestellt, die irgendwie nicht verbunden waren. Nicht flüssig miteinander verbunden. Die beiden Protagonisten kommen sehr empathisch rüber, aber ansonsten ist die Geschichte langweilig und nicht immer nachvollziehbar. 2 Protagonisten also und irgendwas mit Gefühl. Ja. So, die zweite Rezension trägt den Titel Hä? Buch nicht verstanden oder was? Ich kann überhaupt nicht begreifen, warum die Leute das Buch so toll finden. Der Stil ist total einfach und klingt wie ein Schulaufsatz eines unbegabten Teenagers. Ist es ein Jugendroman? Er wurde nicht als ein solcher gekennzeichnet. Ich habe mich durch die ersten beiden Kapitel gequält. Es war so sterbenslangweilig, unbedeutend und voller Plattitüden und Teenie-Kram. Ich habe den Titel zurückgegeben. So, die dritte und letzte Rezension zu diesem Buch heißt Schlecht. Was für ein Depri-Buch.
Der Anfang las ich noch gut weg, aber was für ein negativer Schreibstil. Nicht mal ausgelesen. Das war's? Das war's. Verdammt. Lass mich mal kurz noch ein bisschen überlegen, ja? Ja, überleg mal. Ist schon nie. Nee, gar nicht. Ich meine, manchmal auch das Gefühl, ich kenne meinen Sub nicht gut genug. Problematisch. Ja. Also ich hatte eine Idee, aber das hat die zweite, dritte Rezension wieder zerschlagen irgendwie. Nee, ich habe keine Ahnung. Okay, dann machen wir erstmal einfach weiter mit dem zweiten Buch. Warum ohne Anführungszeichen? Diese Rezension ist gegliedert in verschiedene Aspekte des Buches. Wir Okay. fangen an mit Textgliederung. Punkt, Komma, Anführungszeichen und Absätze sind eine feine Sache. Sie strukturieren das geschriebene Wort und erleichtern das Verständnis eines Textes. Der Autor verzichtet auf Anführungszeichen und ist mit Absätzen mehr als sparsam. Ist das Kunst? Ein Mittel, sich Sagt man das anderen weg? Autoren gegenüber abzugrenzen? Der Sinn dieses Verzichts erschließt sich mir nicht. Es erschwert das Verständnis des Textes und bremst den Lesefluss. Für mich schlicht nervig. Dann kommt ein Teil über den Inhalt, den ich nicht vorlesen werde. Und dann kommt noch ein Teil, der den Titel Geschwafel trägt. Nun, ob jemand philosophisch daherkommt oder in blumiger Sprache Wahrheiten unters Volk streut, ist weitgehend Geschmackssache. Ich mag's kurz und knapp. Der Autor ist blumig, langatmig und schweift weit ab. Warum 20 Worte machen, wenn die Aussage in 5 Worten präzise getätigt werden kann? Aber das ist, wie gesagt, Geschmackssache. Subjektiv gesehen ein Stern. Ich habe eine Idee. Okay, gut, dann geht's weiter mit der zweiten Rezension. Fehlende wörtliche Rede. Ich habe nach dem zweiten Kapitel aufgegeben. Ich fand den Schreibstil sehr anstrengend. Leider werden die Satzzeichen für wörtliche Rede nicht benutzt, sondern nur durch Kommata mitten im Satz eingefügt, was gerade Unterhaltung schwer verfolgbar macht. Der Autor neigt zusätzlich zu langen Kettensätzen, die auch nur durch Kommata getrennt werden. Die Story ist sicher spannend, aber ich kann so nicht entspannt lesen. Sehr schade. Jetzt ist noch was Zweites dazugekommen. Okay. Die dritte Rezension heißt Zu bemüht. Ich ahnte schon, dass es schwierig sein würde, so einer Geschichte ein gerechtes Ende zu schreiben zu können, wobei nicht nur das störend war. Dennoch wollte ich dem Roman eine Chance geben. Mein Fazit: Ich war von dem Buch sehr enttäuscht. Gegen Sprache und Stil habe ich nichts einzuwenden. Für das im Roman dargestellte Szenario erscheint mir das sogar sinnvoll. Allerdings hatte ich mit einigen Formulierungen so meine Probleme. Ich weiß nicht, ob das von der deutschen Übersetzung herrührt, Sprache XY müsste man können, oder ob der Autor wirklich überzeugt von seinen pseudoliterarischen Vergleichen ist. Er bringt dann hier ein Beispiel, was ich natürlich auch nicht vorlese. Und das ist nur eine Stelle, die ich mir bewusst notiert habe. Ich erinnere mich aber, dass ich Ähnliches schon auf den ersten Seiten entdeckt und mich darüber geärgert habe. Das sind zwar subjektive Betrachtungen, aber in erster Linie ist ja jede Rezension subjektiv. Für mich will der Roman unbedingt tiefgründig sein. Er ist zu bemüht und vergisst dabei die Story, aus der trotz ohne Frage enthaltener politischer Deutungsmöglichkeiten und die Welt geht vor die Hunde Moral noch viel mehr zu machen gewesen wäre. Geht vor die Hunde. Das fand ich gut, weil bei diesem Buch gab es so Rezensionen, die so krass ausgearbeitet waren. Wie so eine Interpretation früher im Deutschen, Ja, schön. fand ich irgendwie gut. Ich habe auf jeden Fall immer noch eine Idee, aber Okay, das ist doch gut. ob die richtig ist, ist die andere Frage. Weiter? Ja. Okay, weiter mit dem dritten Buch. So interessant wie das örtliche Telefonbuch. Was hast denn du da für Bücher rausgesucht? Und was hab ich für langweilige Bücher Echt, auf dem ey, Buch? das solltest du dich lieber fragen. So.
Dagegen war das andere Buch ein echter Thriller. Dieses Buch gefiel mir, aber ich bin zwar in Deutschland, allerdings nicht im Norden groß geworden und da hat man definitiv anders gelebt. Ich erlebe keine süße Erinnerung an die Landschaft, die Handlung. Welche Handlung? Lach. Gibt's nicht. Jeder Vogel wird gebührend beachtet, jede Wetterstimmung, jeder Putzlappen grinst. Und so schleppt sich das Buch dahin. Bin echt auf die Telefonbuchverfilmung gespannt. Je doofer ein Buch ist, umso mehr schreit der geneigte Leser, das ist Kunst. Und wenn es jemand nicht mag, dann ist der Leser halt selbst doof. Also unbedingt kaufen, wenn man im Bücherregal noch was braucht, wo Leute scheinbar beeindruckt. Und wenn man das spezielle Leben in Norddeutschland publik machen will, warum dann nicht in einer schlichten Heimatzeitung? Als Buch eine glatte Nicht-Kauf-Empfehlung. Da habe ich auch schon eine Idee. So, Enttäuschung. Leider total enttäuscht. Der Debütroman der Autorin hat mich begeistert, sodass ich sehnsüchtig auf den zweiten Roman gewartet habe, aber leider echt ein Flop. Eine Story ohne Inhalt, lediglich eine Darstellung verschiedener Charaktere, in der Sprache noch nicht mal witzig. Sehr schade. Und die letzte? Extrem öde. Geschmäcker sind nun mal verschieden. Für mich war das Anhören des Buches wie ein endloser, langweiliger Tag, an dem aber auch wirklich gar nichts passiert. Aber zum Einschlafen perfekt. Da bin ich mir sogar relativ sicher, welches Buch es ist. Okay, das war's. Aber bei dem ersten habe ich gar keine Idee. So null. Willst du raten oder willst du dich erst entscheiden, welches von den dreien du liest? Ich möchte mich erst entscheiden, welches ich lese. Okay. Ich glaube, ich nehme tatsächlich die Nummer 1, weil ich da einfach so gar keine Idee habe, was es ist. Okay. Oh je. Ich habe wirklich, da habe ich. Das war doch das, wo es so langweilig war, ne? Nach zwei Kapiteln aufgehört und dass das so jugenddramamäßig Genau, wäre. ja. Teenie-Kram, Ja. negativ, Da habe Depri-Buch. ich keine Okay. Dann sag mal, was du glaubst, was die anderen sind. Idee. Bei zwei habe ich kurz an den neuen französischen Roman gedacht. Hier das Glück im Sternbild Zebra. Nein. Nein. Und ich habe gedacht an den Hans-Josef Orthal-Roman. Beim zweiten oder beim Beim dritten? zweiten. Beim zweiten, okay. Stimmt, war das nicht. Okay, krass. Soll ich Gut, schlagen? wie gut ich meinen Sohn kenne. Nee. Nee, okay. Und beim dritten dachte ich, ist Mittagsstunde von Dörte Hansen. Das stimmt. Ja. Hat Hamburg mich verraten? Ja. Ja, und dass der Debütroman so toll war und ich wusste, dass es der zweite von ihr ist und so Ja, weiter. ja, Ja, ja. Da dachte ich mir schon, dass das das Einfachste von den dreien ist. ja. 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 Mittagsstunde war es, genau. Okay, krass. Und der zweite war welcher? Der zweite ist Die Stadt der Blinden von José Saramago. Krass. Ist bei BTB erschienen und von Ray Güde-Mertin übersetzt. Okay. Okay. So, und jetzt meine Wahl, die Jetzt. Nummer 1. Was war das So, du denn? willst keinen Tipp abgeben? Soll ich es Ich einfach habe sagen? einfach gar Okay, okay, keinen okay. Tipp. Es ist Trommelwirbel. 22 Bahnen von Caroline Wahl. Was? Ja, bei DuMont erschienen. Ja, finde ich gut. Habe ich mir gedacht. Freue ich mich. Sehr schön. Lustig. Ja. Gut, ne? Ja. Nee, da freue ich mich drauf. Das Sehr ist gut. schön. Dann kann ich auch direkt mein zweites Büchergildebuch lesen. Sehr gut. Yay! Cool. Mittagsstunde hätte mich auch interessiert, aber es war zu Ich wollte so gerne auch eins von Elif Shafak mitnehmen, aber eindeutig. die haben einfach keine Ein-Sterne-Bewertung. Ich kann verstehen, warum. Ja. Ich habe erst gedacht, so bei dem zweiten wegen der fehlenden Anführungszeichen, habe ich gedacht, das muss irgendeine Übersetzung aus dem Nicht-Englischen sein. Ja. Und weil ich glaube, die Franzosen machen das auch gerne ohne Das stimmt. Anführungszeichen. Deswegen habe ich da direkt so. Aber die Spanier machen es offensichtlich auch. Also zumindest der Ja. Ist, glaube ich, Brasilianer, oder? Portugiese? Portugiese stand Portugiese. zumindest in der einen Rezension. Ich habe das Ja. jetzt nicht überprüft, aber. Okay.
Ja, cool, spannend. Ich freue mich auf jeden Fall auf Sehr cool. 22 Bahnen. Ich finde es sehr gut. Cool. Habe ich Schön. Bock drauf. Dann. Dann bist du dran. Ich habe das auch ein bisschen angepasst und werde es vielleicht noch ein bisschen nachjustieren, damit es nicht zu einfach wird. Also, fangen wir mit Buch 1 an. Zu viel des Bösen. Don't judge a book by its cover. Wie wahr, wie wahr. Das Buch ist wirklich schön gestaltet, aber die Geschichte hat mich enttäuscht. Die Autorin hat Fantasie, keine Frage. Aber so viel Böses in einem Kinderbuch ist nicht nach meinem Geschmack. Mord, Gier, Lügen, Erpressung, Entführung etc. Nach einigen Kapiteln wollte ich gar nicht mehr weiterlesen. Habe es dennoch getan, weil ich es nicht mag, Bücher halb gelesen ins Regal zu stellen. Meinen Kindern, Grundschule, werde ich es vorerst nicht zum Lesen geben. Okay. Okay. Rezension 2. Ein Haufen unsympathischer Trottel. Oh. Ein Buch braucht Figuren, die von den Lesern liebgewonnen werden und die durch die Geschichte führen. In diesem Buch keinerlei Sympathieträger, sondern nur synthetische, schablonenhaft überzeichnete und fast durchweg zutiefst unsympathische Akteure. Je. Meine Tochter hat schon nach 2 Kapiteln aufgegeben. Ich habe mich durch 100 unerfreuliche Seiten gekämpft, aber jetzt ist Schluss. Oh. Ich habe eine Idee. Dritte, das soll für Kinder Ich habe selten so ein entmutigendes Buch gelesen. Hier wird gemordet, und zwar Menschen, die den Kindern der Geschichte nahestehen, alte und schwache. Die Kinder werden den Eltern entrissen, und zwar für Jahre. Sie müssen Schlimmes erdulden, seelische Qualen, bei denen ihnen vermittelt werden wird, dass die Elternteile tot sind. Körperliche Qualen, indem sie in ein sogenanntes Waisenhaus gesperrt werden. Nur um einen Teil zu nennen. Auch das versöhnliche Ende kann meiner Meinung nach nicht über diese ganzen Qualen, Erniedrigungen und mutnehmenden Geschehnisse hinwegtrösten. Oh. Ich frage mich wirklich, welchen positiven Lerneffekt dieses Buch für Kinder haben soll. Schade, finde ich das. Okay. Ich habe eine Idee. Okay. Ja. Da war aber auch viel vom Inhalt verraten in der letzten. Buch Nummer 2. Ja. Enttäuschend und miserabel übersetzt. Oh. Bin mir nicht sicher, ob das Buch so schlecht geschrieben oder einfach grauenhaft übersetzt ist. Wer schöne Sprache oder Tiefgang sucht, ist hier falsch. Auch Oh. der Plot ist eher was für Jugendliche. Okay. Das klingt nicht gut. Nein, danke zu diesem Buch. Grausames, finsteres Werk, in dem es ausschließlich um Waffen, Feuer, Sturm, Tod und Töten geht. Keine Ahnung, was in den nächsten Büchern passiert. Nach dieser Einführung interessiert mich das aber auch nicht mehr. Als Leser und Fan von Williams, Tolkien, Rotfuß, Le Guin, Goodkin, Schwarz, Jordan, Eddings, Brett, Martin, Stackpole, Hambly kann ich von diesem Buch nur abraten. Name-Dropping, Alter. Verstanden. So, und die letzte. Langwierig, langatmig, super Schlafmittel überspringen und bei 1.2 beginnen. Ich kann wirklich nicht nachvollziehen. Etwas so Langweiliges und Uninteressantes habe ich noch nicht gehört. Gepaart mit der Stimme des Vorlesers, also offensichtlich hat die Person das als Hörbuch gehört, die ich durchaus mochte und die mich bei spannenderen Geschichten wach hielt, war es insgesamt ein sehr potentes Schlafmittel. Das Ende des Sleep-Modus auf 15 Minuten habe ich nie mitbekommen und entsprechend viel wiederholen müssen und lang gebraucht. Aber zum Ende hin haben sich tatsächlich 2 der 3 getrennten Handlungsstränge so weit entwickelt, dass ich dann weiter wissen wollte, was das wohl wird. Ätzend ist ja auch wieder das Gestückel der Teile. Vielleicht kann man mit 1.2 anfangen. Passiert ja nicht wirklich was. Hä? Das, diese Aussage verstehe ich überhaupt nicht. Tja. Da habe
ich aber gar keine Idee. Also Fantasy, ja? Jugendfantasy. Ich habe überhaupt keine Jugendfantasy. Völlig abwegig, dass ich sowas habe. Hä? Weiß ich gerade überhaupt nicht. Gut. Immerhin auch mal. Es wäre ja auch langweilig, wenn du es immer wüsstest. Ich weiß gerade auch gar nicht, was ich auf meinem Sub noch so habe. Amari wird es ja wohl nicht sein. Wer Aber Amari ist ja auch weiß. Band 2, nicht 1.2. Tja. Bereit fürs Letzte? Ja. Die Stimme ist noch schlimmer als der Inhalt. Auch ein Hörbuch? Nie war mir eine Protagonistin so unsympathisch. Das Verhalten, die Reaktion und die Handlung waren mir absolut fremd und dämlich. Zusätzlich negativ war noch die grauenvolle Betonung der Leserin, wann immer die Protagonistin etwas sagte. Monoton vorlesen wäre besser gewesen, anstatt dieses total misslungenen Versuchs eines Hörspiels. Absolut verschwendete Zeit. Keine Emotionen und keine Spannung. Oh, das ist aber gemein. Zweite Rezension, ein Flop. Durch eine Leseprobe des ersten Kapitels wurde ich auf das Buch aufmerksam und wusste, dieses Buch muss ich unbedingt weiterlesen. Doch schnell merkte ich nach dem Kauf und dem Beginn von Kapitel 2, dass dieses Buch zwei Seiten hat. Hoffentlich jetzt. Man schließt die Protagonistin direkt ins Herz. Die damals Kapitel sind berührend und schön. Die jetzt Kapitel sind einfach nur eine Jammertirade. Eine in Selbstmitleid und selbstgeschaffenen Problemen versunkene Frau. Ein Mann, der zwar ihre Probleme kennt, sie aber ignoriert. Aber anstatt die Probleme zu lösen oder zumindest darüber zu sprechen, baut die Autorin immer weiter Drama und seltsame Situationen auf. Probleme, die einfach gelöst werden könnten, werden bewusst in Selbstmitleid und seitenweise Beschreibungen, wie schlimm das Leben doch ist, aufgebauscht. Dieses Buch führt letztlich nur dazu, dass der Leser am Ende selbst deprimiert ist und runtergezogen wird. Man möchte am liebsten in das Buch hineinkriechen und die ach so schlimmen Probleme der beiden mit zwei kleinen Lösungen ändern. Das fehlende Erwachsenensein der Hauptfiguren löst daher eher eine Form von Ärger oder Wut bis Unverständnis beim Leser aus. Okay, ich habe eine Idee. Dritte Rezension: Gänseblümchen-Roman. Ja. Warum Gänseblümchen? Als ich klein war, habe ich gerne die Blumenblätter von einem Gänseblümchen abgerupft und dabei er liebt mich nicht ausgezählt. Und so ähnlich verläuft dieser Roman, über dessen Inhalt ich nur den Kopf schütteln kann. Seiten, die sich durchgehend mit ich liebe ihn, ich liebe ihn nicht, er liebt mich nicht, ich verstehe ihn nicht, er versteht mich Oh nicht, beschäftigen. no. Und so geht es von Kapitel zu Kapitel weiter, wobei sich dieses in ein Damals und Jetzt aufgliedern. Ich habe diese Seiten ab der Mitte nur mehr übersprungen, denn die eigentliche Thematik, nämlich das Thema ist als Quintessenz des Buches völlig unrealistisch verlaufen. Ja, für mich ist dieser Roman nicht einmal ein Stern wert. Wow. Ich glaube, das ist, weiß ich, welches das ist. Welches denn? Das von Colleen Hoover, was perfekt war, oder wie das heißt. Ja. 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 Damals und oh, jetzt hat es irgendwie verraten, glaube ich. Okay. Hätte ich das vielleicht noch auslassen müssen? Ja, keine Ahnung. Irgendwie war mir klar, dass es Colleen Hoover ist und ich habe ja nur zwei von der auf dem Sub und das andere passt irgendwie nicht. So, jetzt muss ich mich noch entscheiden. Ich glaube, ich nehme das zweite. Weil ich überhaupt keine Ahnung habe, auch was es sein soll. Jugendfantasy. Und leidliche Protagonistin. Gar keine Ahnung. Und das erste ist, glaube ich, Ickerbock, oder? Ja. Genau, das erste ist der Ickerbock von J.K. Rowling, übersetzt von Friedrich Pflüger, erschienen bei Carlsen. Ja. Und das letzte, hast du auch richtig erraten, ist Was perfekt war von Colleen Hoover, bei DTV erschienen und von Katharina Ganzland übersetzt. Nummer Das zweite zwei. war das, wo auch die Übersetzung schlecht sein soll, ne? Ja. Mhm.
Und das Ding ist, bestimmt die Vorlage. Was du nicht verstanden hast mit diesem 1.2, ist, dass die englischen Bücher offenbar in 2 übersetzt wurden. Dann weiß ich, welches es ist. Dann ist es der Weg der Könige. Ja, genau. Von Brandon Sanderson. Genau. Ah. Ja. Oh oh. Bei Heine erschienen, übersetzt von Michael Siefner. Oh oh. Das soll voll gut sein, habe ich gehört. Ja, dann darfst du es ausprobieren. Yay! Aber das ist doch nicht Jugendfantasy, oder bilde ich mir das mit Jugend ein? Nee, auch der Plot ist eher was für Jugendliche, schreibt hier jemand. Okay. Naja. Da bin ich gespannt. Mhm. Ja. Okay. Ja. Sehr schön. Kannst du einen dicken Schinken lesen? Yay. Für Januar, ne? Wollte ich auch gerade sagen, ne? Wir lesen es im Januar. Ja. Dezember ist ja schon wieder fast um. Und wenn ihr das Video seht, sowieso. Ja, das stimmt. Okay, damit haben wir es. Ja. Yay. Ich fand's wieder sehr lustig, auf jeden Fall. Das ist so gut. Okay. Dann wünschen wir schon mal frohe Weihnachten. Ich weiß gar nicht, ob das vor oder nach Weihnachten ist. Ich glaube, das kommt nach Weihnachten. Okay, dann wünschen wir schöne Weihnachten gehabt zu haben. Genau. Und ja, hören uns im nächsten Jahr. Genau. Rutscht gut ins neue Jahr. Guten Rutsch. Macht's gut. Bis dann. Ciao. Ciao.